Wie kann Modellierung im Unterricht eingesetzt werden? Modellierung ist nicht nur für InformatikerInnen relevant. Es bietet viele Möglichkeiten, gerade auch in anderen Fächern. Und das nicht nur zur Planung von Videos, sondern es kann auch genutzt werden, um verschiedenste Themen im Unterricht aufzuarbeiten oder auch für diverse Projekte. Wie etwa zur Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte eines Textes, Buches, Films oder Theaterstücks im Fach Deutsch oder einer Fremdsprache. Oder auch zur Beschreibung von Berechnungsalgorithmen im Fach Mathematik. Ebenso wie zur Planung von Abläufen oder zur Beschreibung von Prozessen in naturwissenschaftlichen Fächern. Zum Ordnen und Beschreiben von geometrischen Objekten in Mathematik oder geometrisch Zeichnen. Oder auch, um wirtschaftliche Zusammenhänge im Geografieunterricht aufzuzeigen oder historische Ereignisse besser zu verstehen und zu visualisieren. Ein entscheidender Aspekt für die Modellierung im Unterricht sind die vielfältigen Visualisierungsmöglichkeiten von Informationen und die Komprimierung auf die relevanten Inhalte. Wie kann nun Modellierung unterrichtet werden? Nun ja, hier hat jede Lehrperson ihren eigenen Stil, der zu ihrem individuellen Unterrichtsstil und zur Klasse passt. Folgend zeigen wir euch noch einen Vorschlag, wie wir das in der Informatikwerkstatt mit SchülerInnen und ganzen Schulklassen machen. Dabei findet ihr sicher die ein oder andere Inspiration für euch selbst. Nach einer ersten Einführung in das Thema und dem Vorstellen der Diagramme sollen sich SchülerInnen selbst mit den Diagrammen beschäftigen, sollen aber noch kein eigenes zeichnen, sondern mit einem schon vorhandenen Diagramm arbeiten. Bei einem Gegenstand-Beziehungsdiagramm kann zu den Elementen, also den Formen, notiert werden, ob diese einen Gegenstand bzw. eine Figur, eine Beziehung oder eine Eigenschaft darstellen. Dazu einfach den entsprechenden Buchstaben zur Form dazuschreiben. Hier wird nochmal klar, dass die Art der Form im Diagramm damit zusammenhängt und es wird wiederholt, was die Formen bedeuten. Anschließend sollen die SchülerInnen das Diagramm erweitern mit weiteren Figuren, Beziehungen und Eigenschaften. Anstelle des Gegenstand-Beziehungsdiagramms kann aber auch ein Objektdiagramm genutzt werden. Hier werden schon ein paar Steckbriefe der wichtigen Objekte und Figuren vorgegeben. Und es ist die Aufgabe, fehlende Eigenschaften zu ergänzen und auch wieder das Diagramm selbst mit eigenen Ideen zu erweitern. Um das Aktivitätsdiagramm zu üben und das Verständnis dessen zu stärken, kann ein Ablauf gegeben sein, bei dem jedoch Aktivitäten fehlen und richtig eingebastelt werden müssen. Es kann auch der ganze Ablauf in die richtige Reihenfolge gebracht werden, je nach Altersgruppe und Fähigkeit der SchülerInnen. Ist das Wissen zum Umgang mit den Diagrammen gefestigt? Kann zur Erstellung eigener übergegangen werden. Dabei lassen wir in der Informatikwerkstatt die SchülerInnen in Teams arbeiten und sich gemeinsam eine Geschichte überlegen. Sie machen sich Gedanken zu, wer spielt in unserer Geschichte mit, welche Gegenstände oder Orte sind relevant und schreiben diese auf kleine rechteckige bunte Zettelchen, die auf ein größeres Plakat aufgelegt werden. Dann werden die Beziehungen überlegt. Wie stehen die Figuren und Gegenstände zueinander? Was ist hier wesentlich? Diese Beziehungen werden mit Verben auf Zetteln mit einer Raute geschrieben und auch auf das Plakat gelegt. Ist die Anordnung schon passend, so können die Zettel auch schon aufgeklebt und Verbindungslinien für die Beziehungen gezeichnet werden. Was dann noch fehlt, sind die Eigenschaften zu den Gegenständen und Figuren. Diese werden in Ellipsen geschrieben und damit auch Teil des Plakats. Am Ende wird das Plakat noch durch einen passenden Titel, dem Titel der Geschichte, ergänzt und im Klassenzimmer seitlich aufgehängt. Ähnlich arbeiten wir auch mit Aktivitätsdiagrammen. Auch hier lassen wir die SchülerInnen ihre Szenenideen auf kleine Zettelchen schreiben und auf ein Plakat anordnen. Der Vorteil ist, die SchülerInnen diskutieren mehr und können auch Szenen wieder austauschen oder umordnen, solange eben noch nichts festgeklebt ist. Am Ende des Aktivitätsdiagramms nicht auf Start- und Endpunkt und die Verbindungspfeile vergessen. Und natürlich auch den Titel am Plakat. Wird die Modellierung genutzt, um danach ein Video zu drehen, so sollten die Plakate am Drehort gut sichtbar sein. Stop-Motion-Videos werden meist auf einem an die Wand geschobenen Tisch gefilmt. Hier können die Plakate darüber oder daneben aufgehängt werden, um immer wieder nachsehen zu können. So, genug von der Modellierung. Ich denke, ihr kennt euch nun genug aus, kennt die verschiedenen Diagramme und wisst auch, wie ihr Modellierung im Unterricht einsetzen könnt. Dann bleibt nur noch zu sagen, viel Erfolg beim Ausprobieren.